Ich habe eine Tierlist selbst erstellt. Mit allen deutschen ESC-TeilnehmerInnen seit 2000. Ich kenne die meisten Lieder nicht mal. Eben, ich halt auch nicht. Und deshalb, was heißt ich halt auch nicht? Aber ich habe halt die meisten nicht im Ohr und deshalb können wir ja immer noch mal ganz kurz reinhören. Wir haben hier nämlich als allererstes, also das hier, ist Texas Lightning. Bin ich mir ziemlich sicher. Und Texas Lightning war voll geil, fand ich persönlich. Pass auf, die Hook fetzt schon anders rein. Und nachher ist natürlich noch ein Tonartwechsel, glaube ich. Ich glaube, der hat nachher noch einen Tonartwechsel, oder? Jetzt. Oh mein Gott, das ist schon richtig geil. Ich mag das Lied und ich finde, wer das Video von mir gesehen hat, Deutschland muss einfach mehr Genre wagen, finde ich persönlich. 2006, Texas Lightning, 14. Was ja heutzutage schon mal ein Erfolg wäre, muss ich sagen. Deshalb, weil ich das Lied auch richtig gut finde, also ich schwanke zwischen A und B, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es mal vorsichtig ein B machen, vielleicht verschiebe ich es nachher nochmal. Dann haben wir Cascada mit Glorious. Das war, das können wir kurz gucken, Cascada war 2014, 15, 13. Und in diesem Jahr 2012 hat Lorraine gewonnen. Euphoria, du. Und dieses Glorious von Cascada klingt halt voll genauso. Es ist, also Cascada ist halt irgendwie trashig, aber irgendwie auch, also es ist aus der Zeit gefallen. Man hat das Gefühl, das war dieses Lied war 2013, man hat das Gefühl, das müsste doch eigentlich 1997 gewesen sein. Und irgendwie macht das ganz charmant, finde ich. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ganz Texas Lightning muss auf A und dann würde ich Cascada eigentlich so in B machen. Dann haben wir hier, wenn ich mich nicht völlig irre, ist das Ella Isa, oder? Jawohl. Ella Isa ist angetreten 2014 und ist 18. geworden, die waren besser als Cascada. Das ist aber auch immer eins der einzigen Songs gewesen, Ella Isa, der mir noch im Kopf geblieben ist, muss ich sagen. Der hieß Is It Right, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich sag's trotzdem nochmal. Und die Hook war eigentlich nicht so verkehrt. Ich mach das mal kurz an. Oh, das klingt schon ein bisschen wieder so abgestanden irgendwie, so ein bisschen... Oh, das klingt für mich nach Tonartwechsel, oder? Oh, das ist ein Fade. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das hat ein Fade-Out. Also ich muss sagen, der Fade hat es jetzt gerade nochmal ein bisschen... Also den würde ich mal auf C machen, weil ich ihn nicht... Ich finde ihn nicht per se kacke und er ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Was ist hier das jetzt? Das ist jetzt eine gute Frage, das müssen wir suchen. Ich glaube, das ist Corinna May. Ja. Oh mein Gott. Ach je. I Can Live Without Music. Den habe ich überhaupt nicht im Ohr, muss ich sagen. Obwohl ich mich da irgendwie dran erinnern kann. Irgendwas macht das mit mir. Tief in meinem Inneren. Oh doch, das kenne ich schon irgendwie. Alter, das klingt ja so 90er. Das gibt's ja gar nicht. Wichtige Frage. Tonartwechsel ja oder nein? Oh, da war er. Wir haben genau richtig geskippt. Oh, ich finde den aber gar nicht so kacke. Ich glaube, nostalgiemäßig mache ich den hier zu Ella Isa. Dort hat Corinna May vielleicht einen kultigen bürgerlichen Namen. Corinna May, deutsche Sängerin. Corinna May, geboren als Corinna Meyer. Ich lieb's. Ich lieb's. I can't help. Dann haben wir hier Levina, yes sir. Die hat mir damals auch richtig leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so ein typischer... deutscher ESC-Beitrag, weil diese Melodieführung, die ödet halt so, also das ist alles schon so tausendmal gehört, finde ich persönlich. Also ich habe das Gefühl, ich höre nur die erste Melodieführung von den ersten zwei Strophenparts und ich weiß schon genau, wo es hingeht irgendwie. Ah ja, also was ich gut finde daran, finde ich, ist, dass man merkt, dass der noch Raum hat, ja? Also der ist ja noch nicht fertig an der Stelle. Das heißt, du kannst jetzt schon wissen, okay, das wird nachher nochmal eine Hook geben, die nochmal viel, viel größer ist und vielleicht gibt es noch so eine Post-Hook irgendwas. Das ist sowas, Perfect Life und dann, oh. Sowas wie so Bastille oder sowas. Vielleicht kommt so. Nee. Langweilig. Ach Mann. Aber guck mal was, das ist ja überhaupt keine Steigerung. Der Song muss wirklich, der muss brutal explodieren eigentlich. Das ist der erste D. Jetzt als nächstes, das wissen wir hier, das ist unser Michi, unser deutscher Ed Sheeran. Der ist genau das, was Levina nicht war, weil der auch super, wie sagt man denn, formulaic-mäßig ist, also so formelhaft. Aber im Gegensatz zu Levina verspricht er was. Also der verspricht was und er hält es auch ein. Und die letzte Hook, wir hören mal kurz rein.
ist schon größer. Der ist halt schon wirklich gut, finde ich. Den würde ich, glaube ich, mit Texas Lightning auf die A setzen, glaube ich. Ist einer der wirklich, wirklich, wirklich besseren Sachen der letzten Jahre. Dann haben wir hier jetzt die Sisters. Also nur um der Vollständigkeit halber, Michael Schulte, 2018 Platz 4. Der war sogar Vierter. Das ist ja wirklich richtig krass gut, ey. Leck mich. Und 340 Punkte hat der gekriegt. Heilige Scheiße. Das Jahr danach, Sisters, 25 Punkte, 24. Nee, stimmt nicht. Moment. Bin ich irre? 25. Platz, 24 Punkte. Ich weiß nicht mehr, wie rum ich es gesagt habe. Wir hören mal kurz rein. I'm tired. Tired of always losing. Das ist schon wieder genau dasselbe. Das ist wieder diese Chord Progression und du weißt genau, wo diese Gesangsmelodie hat. Nicht kacke. Das ist für mich kein 25. Platz. Der kann eigentlich was. Ja, das ist für mich hier, der gehört zu Cascada. Der ist voll okay. Und der hat ein schönes, der hat einen schönen, der baut schön auf. I don't feel hate, I just feel sorry. Ja, Jendrik war so ein bisschen, das klang sowieso GEMA-freie Mucke, finde ich. Also alles, was Ukulele ist, sowieso erstmal GEMA-freie Mucke in meinen Augen. Also ich würde sagen, vom Gefühl her ist es kein D. Für D ist es zu edgy. Ich würde es ein C lassen, ehrlicherweise. Dann haben wir hier, oh, ich erkenne das überhaupt nicht, was das ist. Och doch, das ist Malik Harris mit Rockstars. Und das ist halt genau wieder dieselbe Sache, glaube ich, ehrlicherweise. Wenn du irgendwie so eine Sesh mit Songwritern, mit coolen Songwritern aus Berlin-Prenzlauer Berg hast, dann schreiben die ja, glaube ich, so einen Song runter und sagen irgendwie, das ist voll edgy, irgendwie so. Und vor allem, weil dann ja am Schluss kommt noch, glaube ich, dieser Rap-Part, ne? Das ist sowas, wo man auch bei diesem Rap-Part, der gerade war, wo man immer hingehen kann und sagen kann, na, natürlich ist das edgy, das hat einen Rap-Part. Also es ist, Rockstars ist ein Problem, weil es viele Sachen gleichzeitig ist. Es ist erstens nicht per se kacke. Es ist aber zweitens anstrengend normal und es ist drittens wirklich überhaupt nicht ESC-tauglich. Also deswegen ist das jetzt so eine Sache, wo ich sagen würde, das ist, glaube ich, dieser Song ist noch ESC-untauglicher als Levina. Aber da ich von Levina so brutal enttäuscht bin, weil das Lied so eine lasche Produktion hat, würde ich den, glaube ich, drüber machen und würde den zu Jendrik und den anderen Harrys machen. Wir machen weiter mit Lord of the Lost. Sollen wir da mal nochmal kurz reinhören? Ich glaube, das haben wir irgendwie alle mal noch im Kopf. Das ist wahrscheinlich der Kompromiss, den das NDR meint. Kommt mir so vor, als hätten die gesagt, naja, ihr dürft einen Genresong reinballern, aber der muss dann so glattgewichst produziert sein, dass man kein Genre mehr irgendwie in sich erkennt. So. Also diese Gitarre, die klingt ja so glattgezogen, da ist man wirklich mit dem Kompressor 8-mal drüber gegangen, damit da bloß nichts passiert. Also es ist auf jeden Fall eins der besseren. Ja, also ich würde das auf jeden Fall mal hier ein B packen. Für mich ist es kein A, weil erstens Produktion finde ich langweilig und zweitens die Hookline ist mir einfach zu, es hängt irgendwie. Und jetzt wird es, glaube ich, ganz, ganz schlimm, weil jetzt kommt dieses Oscar Sings, wie heißt denn das nochmal? Oscar Sings? Alex Swings, Oscar Sings, Miss Kiss Kiss Bang. Das ist quasi, eigentlich ist das unser erster S-Tier-Song, weil der so dermaßen reingeschissen hat, haben wir die ProSieben-Zusammenarbeit gekriegt. Also ohne unseren Bro Alex Swings, Oscar Sings, keine Lena. Wenn ich jetzt nur den Song höre, ist es für mich erstmal ein plain Swing-Song. Es ist schon irgendwie ESC-ig, muss ich sagen. Komponist ist Alex Christensen tatsächlich. Wäre dieser Song in dem Vorentscheid von diesem Jahr, würde ich, glaube ich, sagen, den würde ich nehmen. Also ich finde, der ist auch eine C. Dann haben wir hier, das müsst ihr jetzt an Sophie sein und die hatte einen Song namens Black Smoke. Ist auch so ein bisschen deutsche Anastasia, oder? So ein bisschen Amy Winehouse, Anastasia. Ja, aber in diesem Lied steckt ein guter Soul-Song, finde ich. Wenn es halt nicht so kaputt produziert ist. Das ist wieder so Berlin-Prenzlauer Berg-Studio. Wo du dann auf so einer Couch sitzt mit so vier 30, 35-jährigen Songwritern, die dir alle sagen, ja, das ist echt da und das ist der letzte Schrei und was hast du für Gefühle? Komm, wir pressen es in irgendeinen Song und schreiben dir ein paar Lyrics dazu. Ich guck mal, ich gehe mal noch in die letzte Hook, um zu gucken, wie es eine Steigerung gibt.
Der ist es überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, das ist mein Futter D. So, dann haben wir Jamie Lee mit Ghosts. Ghosts? So hieß der, glaube ich, ne? Jamie Lee mit Ghosts. Den habe ich in meinem Video auch fälschlicherweise, glaube ich, so ein bisschen geschamed. Ghost heißt der Song nur. Und der soll wohl ganz gut sein. Und ich erinnere mich da, glaube ich, auch noch dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war schon, fand ich jetzt, mehr Charakter im Gesang als in den anderen beiden vorher von Levina und Ann-Sophie mit dem. Ich glaube, die Hook war gut. Ja, die Hook macht's nicht. Die ist es nicht. Aber alles andere finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Wenn wir noch am Schluss reinhören. Ist auch keine Steigerung drin. Also ich finde, wenn du einen ESC-Song machst und der hat keine Steigerung, kannst du direkt lassen. Das ist kein schlechter Song, der ist auch ein C für mich. Dann haben wir, oh, was ist das? Ah, das ist Grazia. Grazia war 24. geworden, 4 Punkte. Run and hide, you better run and hide. Den habe ich im Ohr. Oh, dieser Synthi, der geht schon richtig brutal rein, ey, leck mich am Arsch. Leute, der ist nämlich schon eine B, muss ich sagen. Der geht schon klar. Also wenn ich sehe Cascada, Lord of the Lost. Ja, Grazia. Ey, Grazia wurde Unrecht getan. Ganz ehrlich, das war 2005. 4 Punkte. Krank, ey. Ja, aber ich verstehe es. Also es ist wirklich überhaupt kein ESC-Ding. Dann haben wir jetzt Lou. Auch einen längst vergessenen Beitrag. Ich glaube, das war auch eine Ralf-Siegel-Nummer, wenn ich mich nicht völlig irre. Wir können gleich mal nachgucken. Ralf Siegel, ja, ist eine Ralf-Siegel-Nummer. Wir hören mal rein. Habe ich überhaupt nicht im Ohr. Alter, was ist das? Das habe ich ja überhaupt nicht im Ohr. Alter, was ist das? Das ist doch ein Weihnachtssong. Warum haben wir denn ein Weihnachtslied zum ESC geschickt? Das ist, die Melodie ist doch weißer Geier oder weiß. Ich bin heute ein bisschen Wolle Petri versessen. Alter, das geht ja komplette Art. Alter, diese Backings, das ist ja wirklich komplett krass. Alter, das habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht umschwungen. Das war ein 12. Platz. Leute, das ist ein B. Das ist ein unerwarteter B. So, als nächstes, ich glaube, da müssen wir nicht viel drum herum reden, oder? Don't wanna talk about the way I am. Alter, dieses Lied ist so göttlich. Ja, das soll man machen. Ich will die Bridge hören. Ich will die Bridge mit euch hören, weil die ist wirklich komplett sensationell. Wenn ich sage, Bridges können die besten Teile eines Songs sein, dann meine ich sowas hier. Wahrscheinlich in meiner Lebzeit der geilste ESC-Song, den wir jemals hatten. Kannst du mir sagen, was du willst. So, jetzt kommt der 2001-Beitrag Michelle, Wer Liebe lebt. Das war schon mal eine gute Chord-Progression. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist schon mal gut. Das erzeugt Dramatik. Das will ich beim ESC. Aber man muss dazu sagen, das Instrumental klingt wie so ein polyphoner Klingelton von 2003, finde ich so ein bisschen. Hat damals für Deutschland einen sensationellen 8. Platz gemacht. Und ich sag's, wie es ist. Es ist vom Ding her nicht verkehrt. Das Instrumental klingt schrecklich. Ist wirklich erbärmlich gealtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist für mich ein C. Es hätte mehr Potenzial gehabt. Dann haben wir jetzt No Angels mit Disappear. Das tut mir bis heute noch weh. Aber es ist auch irgendwie verständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, ich glaube, es ist eh nicht die komplette Wave, so eine klassische Girlband-Formation zum ESC irgendwie. Ich kann jetzt nicht dafür oder dagegen argumentieren, aber mein Gefühl sagt mir, dass es irgendwie öde ist. Und der Song ist auch irgendwie nicht so mega geil, oder? Also, der ist es nicht. Das ist wirklich, ich mache ihn mal noch, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, ganz nach vorn. Roger Cicero, möge er in Frieden ruhen. Der ist ja vor einigen Jahren schon gestorben, 2017 oder so, keine Ahnung. Frauen regieren die Welt. Der ist gut. Der kann schon was. Ist es ein A? Ich glaube, es ist kein A. Ich glaube, es ist auch ein B. Ich glaube, da ist er gut aufgehoben. Ist ein bisschen Mario Barth, sind wir ehrlich. Man merkt, dass er das singt und so ein bisschen mit so einem Smirk auf dem Gesicht singt. Aber man merkt auch, dass er so ein bisschen zu ernst genommen hat, habe ich das Gefühl. Dann haben wir hier, witzigerweise, ein Lied, das wir jetzt einfach hier auch hören können, weil dieser Song nicht auf Spotify ist. Es ist halt iconic. Gar nicht klar, dass das da war. Was das war unklar.
Leute, was soll ich sagen? Dieser Song ist wirklich ein kompletter Banger. Ich liebe den des Todes. Ich habe immer noch die Maxi-CD zu Hause. Und natürlich mit der Tonrückung haben wir natürlich auch. Ist mega geil. Dementsprechend S-Tier. Dann haben wir hier, das ist Standing Still von Roman Lob, Leute. Weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnert. Das war der zweite Raab-Teilnehmer nach Lena. Es ist eine völlig konventionelle Akkordfolge, die hier ist. Aber die Gesangsmelodie ist so wunderschön. Können wir das mal ganz kurz zusammenfassen, dass ich hier eben irgendwie Levina oder irgend sowas oder Ghost oder sowas hatte und der erste und der letzte Refrain genau gleich klang. Und jetzt haben wir hier sowas, wo der erste Refrain so klingt. Und der letzte einfach so. Hört euch mal das an. Und dass sowas nicht bei jedem ESC-Song quasi erstmal given ist, das ist ein Skandal in meinen Augen. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ist der ein S-Tier? Ich weiß es nicht komplett. Aber ein A-Tier ist er auf jeden Fall und vielleicht sogar das höchste A-Tier. Also ich würde sagen, ich finde ihn besser als Michael Schulte und auch als Texas Lightning. Aber ich finde ihn bei weitem nicht so gut wie Can Wait Until Tonight und Wada-Dudeda. Deswegen finde ich den da ganz gut. Und jetzt haben wir nur noch, ich habe das übrigens dramaturgisch hier nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Bilder einfach reingezogen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Zweimal Lena. Und ich würde sagen, wir fangen natürlich jetzt aus dann tatsächlich dramaturgischen Gründen einfach mit Taken by a Stranger an. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig Dramaturgie und ich glaube, deswegen hat er auch am Schluss nicht so gut funktioniert, aber das ist gut. It's a risky business. Ich glaube, die wollten diesen Imagespruch von Lena innerhalb von einem Jahr machen und ich glaube, das hat nicht ganz so gut funktioniert, aber es war geil, dass sie es gemacht haben. Also ich mag den richtig gern, aber es war kein klassischer ESC-Song, aber dementsprechend, das ist auch ein A für mich. Und jetzt kommt natürlich hier der Kollege, letzter Song. Alles macht direkt was mit mir. Dieses Lied fährt in mich rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt auch ganz unkonventionell, ne? Also die Akkordfolge und so, das ist eigentlich ein ganz weirdes Ding. Und ich finde auch bis heute eigentlich ist das ein ganz weirdes Ding, mit so einem Song den ESC zu gewinnen irgendwie. Also vom Ding her würde ich eigentlich den auch ein A machen. Aber ich glaube, weil ich muss ihn ein S machen. Das ist für mich ein S-Tier. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das ist einfach. Da war ich 17 und bin gerade 18 geworden und ich kann mich genau an diesen Tag erinnern, wo ich diesen ESC geguckt habe und wo dann irgendwie rechnerisch irgendwann klar war, okay, Lena hat das Ding gewonnen und du hattest das Gefühl, du bist unsterblich. Das war meine Tierlist mit allen deutschen TeilnehmerInnen des ESC seit, was, 2000? Haut doch mal eure Liebsten in die Kommentare und guckt im Stream vorbei. Wir sind am Mittwoch wieder live und dann sogar auch sonntags und sowieso auf meinem Hauptkanal. Wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Tschüss.